Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Jesus, bitte rede du zu uns. Öffne unsere Herzen und unsere Ohren. Wir wollen gerne hören auf das, was du uns zu sagen hast. Und hilf uns, danach zu leben. Amen. Liebe Geschwister in der Paulusgemeinde, Neugier treibt uns seit jeher voran. Seit es Menschen gibt, sind aus jeder Generation manche hervorgetreten, die sich über den Horizont des Bekannten hinausgewagt haben. Sonst wären wir in unserer Entwicklung niemals dorthin gekommen, wo wir heute stehen. Früher waren es neue Inseln und Kontinente, zu denen Entdecker aufbrachen. Heute haben wir neue Grenzen und schauen weiter hinaus ins Weltall. Indem wir uns also weiter über den Horizont gewagt haben, sind wir auch darin vorangekommen, uns selbst und unsere Heimat besser zu überblicken und zu verstehen. Eine Grundvoraussetzung dafür, um sie zu beschützen. So schreibt Alexander Gerst in seinem Buch Horizonte, warum wir entdecken. Alexander Gerst, deutscher Astronaut und zweimal auf der ISS im Weltall. Er schreibt in seinem Buch über die Neugier, die so wichtig ist für Entdeckung. Und ich möchte uns heute ermutigen, mit Neugier in die Passionszeit und in unsere Leseaktion zu starten. 40 Tage mit C.S. Lewis, das ist jetzt das zweite Buch, was ich zeige, 40 Tage mit C.S. Lewis. Dabei geht es mir weniger darum, den Blick über den geografischen Horizont zu werfen, auch wenn das Lewis vermutlich gefallen würde, denn er selber hat ja einen Science-Fiction-Roman geschrieben mit drei Teilen, so ein fetter Wälzer. Also dem würde das sicherlich gefallen, ein Gespräch mit Alexander Gerst zu führen. Aber ich möchte vielmehr den Blick ermutigen, den Blick über den Horizont in uns zu wagen. Auch das ist ja manchmal eine große, weite Weltall. Neugier auf neue Erkenntnisse und Erfahrungen, Neugier auf Gott. Vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst, was soll schon Neues passieren? Es ist doch jedes Jahr das Gleiche. Vielleicht denkt sogar jemand, ich halte 5 Tage durch, das ist mein Schnitt, und dann ist es eh wieder vorbei. Es kann aber auch sein, dass du noch nie bei einer Leseaktion oder bei irgendeiner Passionszeit mitgemacht hast und dich nicht traust, aus welchen Gründen auch immer. Oder noch grundsätzlicher, Gott und Neugier, die haben schon lange nichts mehr miteinander zu tun. Egal, wo du heute stehst und was du denkst, ich möchte dich neu einladen. Wage die Neugier und trau Gott etwas zu. Genau davon handelt nämlich auch unser heutiger Predigttext aus Matthäus 7. Er stammt aus einer zentralen Predigt von Jesus selber. Ich lese aus Matthäus 7. Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer von euch gibt seinem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Ihr Menschen seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut, und gebt es ihnen.
Wie viel mehr Gutes wird euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten? Was entdecke ich in Jesu Worten? Jesus ist so simpel. Jesus ist so einfach. Es klingt fast banal. Bittet und es wird euch gegeben. Jesus fordert uns zum Beten auf. Sucht und ihr werdet finden. Jesus fordert uns zum Suchen auf. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Jesus fordert uns zum Anklopfen auf. Ich habe da gesessen und habe gedacht, ja, was erzählst du denn? Es ist so einfach. Jesu Worte sind so schlicht. Gott bitten, Gott suchen, bei Gott anklopfen. Das ist eine kindliche Grundhaltung, die Jesus versucht, mit seinen Jüngern einzuüben. Eine kindliche Grundhaltung Gott gegenüber. Kinder bitten, Kinder suchen, Kinder klopfen an. Wir Erwachsenen verlernen das so einfach. Und Jesus will dahin zurück mit uns. Er will dahin zurück, Gott als unseren himmlischen Vater zu verstehen und zu sagen, Leute, bittet, sucht, klopft doch an. Darauf liegen wirklich große Verheißungen. Jesus wiederholt das Ganze ja nochmal und sagt, denn wer bittet, der empfängt. So als ob es irgendwie schwierig zu verstehen wäre. Jesus lädt uns ein, neugierig nach den guten Gaben Gottes zu sein. Meinen wir ernsthaft, wir hätten schon alles entdeckt? Meinen wir ernsthaft, wir hätten schon alles entdeckt? Ganz konkret, worum möchte ich Gott in der kommenden Passionszeit bitten? Worum möchte ich ihn bitten? Habe ich ein echtes Herzensanliegen im Moment? Wie möchte ich ihn suchen? Welche Form der Spiritualität möchte ich in der nächsten Zeit konsequent leben? Wo will ich anklopfen? Vielleicht, wo möchte ich einen Besuch wagen? Jesus hat gesagt, in deinen Schwestern und Brüdern begegnet ihr mir. Wo möchte ich anklopfen, einen Besuch wagen? Das sind Angebote. Man kann viel mehr Fragen stellen. Aber die habe ich mir gestellt. Mir ist außerdem die Anordnung der drei Aufforderungen aufgefallen. Bittet, sucht, klopft an. Das Suchen ist hier gerahmt vom Bitten und vom Anklopfen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die beiden Worte rechts und links vom Suchen das Suchen erklären oder beschreiben. Wie so eine Tür mit zwei Pfosten. Ein Pfosten rechts, ein Pfosten links und obendrauf der Balken. Bittet, klopft an, ist ja auch das Bild von der Tür. Und so könnt ihr suchen. Indem wir bittend beten und an Türen anklopfen, nicht nur bei Gott, sondern auch bei Menschen, sind wir auf der Suche nach Gott. Man könnte ja fragen, wie geht denn das, Gott suchen? Den finde ich doch gar nicht. Vielleicht doch. Bittend beten, an Türen anklopfen und zu erwarten, dass wir ihn finden. Der erste Text in unserer Leseaktion, den wir am Mittwoch lesen werden, von C.S. Lewis, ist auch eine Geschichte über das Suchen und Finden. Er stammt aus dem Buch Der König von Narnia. Dieses Buch handelt von vier Kindern in England, die von ihren Eltern während des Zweiten Weltkriegs aufs Land geschickt werden. Die vier Kinder landen bei einem Professor in einem großen Haus. In diesem Haus gibt es viele Flure und Zimmer, in denen die Kinder an einem regnerischen Nachmittag Verstecken spielen. By the way,
C.S. Lewis hat in mehreren großen Häusern gewohnt mit vielen leeren Fluren und leeren Zimmern und Wandschränken und so weiter. Man darf getrost davon ausgehen, dass er diese Szene bildlich vor Augen hatte. Lucy, die jüngste der vier Geschwister, landet in einem Zimmer mit einem großen Wandschrank. Nochmal by the way. C.S. Lewis hat dieses Buch für seine Patentochter geschrieben. Wie heißt sie wohl? Lucy, natürlich. Und er hat vorne eine Widmung reingeschrieben für sie. Und so findet sich so manches Autobiografische in seinem Werk. Lucy öffnet den Wandschrank, um sich darin zu verstecken. Ihr Bruder sucht sie nämlich. Aber im Schrank stellt sie zwischen alten Pelzmänteln fest, dass es gar keine Rückwand gibt und findet sich auf einmal in einem tief verschneiten Wald wieder. Dieser Wald ist Teil von Narnia, einem Land hinter dem Wandschrank. Von Lucy heißt es, das ist der letzte Satz in unserem Text, Lucy fürchtete sich ein wenig. Lucy fürchtete sich ein wenig, doch gleichzeitig war sie ganz kribbelig von Neugier und Aufregung. Lucy fürchtete sich ein wenig, doch gleichzeitig war sie ganz kribbelig vor Aufregung und Neugier. Und vielleicht spüren wir auch wir ein bisschen was von dieser Mischung aus Furcht und Neugier. Zum Zusammenhang von Furcht und Neugier schreibt Alexander Gerst in seinem Buch: Die Neugier hat eine gewaltige Kraft. Und jetzt kommt's: Langfristig ist sie der Angst überlegen. Mit ihrer Hilfe erweitern wir ständig unsere Horizonte. Und damit meine ich nicht nur die geografischen Grenzen des Vorstellbaren, sondern auch wissenschaftliche, und jetzt kommt's, und persönliche Grenzen. Es lohnt sich, sie, die Grenzen, immer wieder in Frage zu stellen. Und ich bin überzeugt, die nächste Generation von Entdeckerinnen und Entdeckern wird dabei Einsichten finden, die sich heute noch selbst unseren kühnsten Träumen entziehen. Lucy ist eine Entdeckerin. Sie überwindet ihre Furcht. Sie wagt sich nach Narnia. Und das Spannende bei Lucy ist doch zusätzlich, in der Geschichte ist sie zunächst gar nicht die Suchende. Eigentlich ist sie die, die sich versteckt. Sie versteckt sich vor ihrem Bruder. Na gut, sie sucht schon, sie sucht ein Versteck. Aber in dem Versteck eröffnet sich ihr eine eigene Welt. Sie findet Narnia, oder wie soll man sagen, wird von Narnia gefunden. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht manchmal auch uns und unser menschliches Dasein widerspiegelt. Mich selber. Wir verstecken uns vor anderen, manchmal auch vor uns selber oder vor Gott und wünschen uns doch eigentlich, gefunden zu werden. Im Wandschrank. Und ich finde es total ermutigend, dass dieser Schrank, dieses Versteck in der Geschichte keine Rückwand hat. Egal, wo wir uns vielleicht gerade verstecken, da ist eine Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. Gott hat Möglichkeiten, in Verstecke hineinzukommen, Menschen zu finden, und das ist wunderbar. Und so wird Lucy von der Gesuchten zur Suchenden, zur Entdeckerin im Land des Glaubens. Und es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass sie die jüngste der vier Geschwister ist und Narnia zuerst entdeckt. Die anderen Geschwister glauben ihr nämlich zunächst nicht und entdecken selber erst einer nach dem anderen Narnia. C.S. Lewis wusste sehr wohl, dass der Weg zum und auch im Glauben nicht immer geradlinig verläuft. Als er 9 Jahre alt war, verlor er seine Mutter aufgrund einer Krebserkrankung. Er wusste, was es bedeutet, Leid und Schmerz zu erleben.
Für ihn brach eine Welt zusammen und mit Gott will er fortan nichts mehr zu tun haben. Mit 9 Jahren. Erst später, vor allem während des Studiums, findet eine schrittweise Annäherung an Gott und den Glauben wieder statt. Ich habe gestern noch einen Brief gelesen an einen Freund, mit dem er einen lebenslangen Briefwechsel hatte. Da war er, glaube ich, so 17 oder so. Und irgendwie den Brief vom Freund habe ich, der ist nicht erhalten, aber der von Louis ist wieder der Rückbrief. Und dann schreibt er an ihn: Du wirst noch einen richtigen Christen aus mir machen. Offensichtlich war er die ganze Zeit mit ihm in Kontakt und im Gespräch über solche Themen, aber hat sich da abgegrenzt. Wichtig sind für C.S. Lewis in dieser Hinsicht auch 2 Studienkollegen und Freunde später, von denen einer, manche wissen es, J.R.R. Tolkien ist, der Autor vom Herrn der Ringe, einem der anderen großen Fantasy-Werke des 20. Jahrhunderts. Die beiden waren gute Freunde. Bei einem langen nächtlichen Gespräch mit den beiden Freunden, also Tolkien und noch einem anderen, kommt Lewis dann schließlich zu der Überzeugung, dass das Christentum wahr ist. Tolkien wollte ihn gerne zum Katholiken machen, da hat C.S. Lewis nicht mitgemacht. So haben sie sich beide in ihrer Konfession stehen gelassen. Das ist auch gut. Wenige Tage später, während einer Fahrt im Beiwagen vom Motorrad seines Bruders, Ronnie, in den Zoo, allein die Situation ist komisch, kommt Lewis zu der Überzeugung, dass Jesus Christus Gott ist. Er schreibt: Als wir aufbrachen, glaubte ich nicht, dass Jesus Christus der Sohn Gottes sei. Und als wir den Zoo erreichten, glaubte ich es. Also Vorsicht bei Fahrten zum Zoo. Ich finde, was man bei Lewis total gut erkennen kann, ist, dass man auf einer Entdeckungsreise ins Unbekannte am besten gute Begleiter hat. Seinen langjährigen Brieffreund oder auch Tolkien. Als Lewis im November 1963 plötzlich starb, schrieb Tolkien an seine Tochter Priscilla: Sein Tod sei, und jetzt Zitat, ein Axthieb nahe den Wurzeln. Ein Axthieb nahe den Wurzeln. Und seinem Sohn Michael schreibt Tolkien: Wir waren einander viel schuldig. Und dieses Band der tiefen Zuneigung bleibt bestehen. Er war ein großer Mann und die kühlen offiziellen Nachrufe können nur an der Oberfläche kratzen. Gute Begleiter sind Menschen, die für einen da sind und für die man da ist. Auch Alexander Gerst schreibt etwas in seinem Buch Horizonte über den Wert des Teams und der Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Ich meine, auf der ISS kann man sich das gut vorstellen. Er sagt: Haltet zusammen. Eine Gemeinschaft, die offen und ehrlich Gedanken austauscht und auch andere Meinungen ertragen kann. Und es sind Menschen, die einem genügend Freiraum lassen, eigene Schritte zu wagen. Lewis und Tolkien waren sich nicht in allem einig. Ich habe es am Freitag schon erzählt, Tolkien fand es unerträglich, dass Lewis in seinem Buch Der König von Narnia den Weihnachtsmann auftreten lässt. Diese Situation findet er ganz schlimm. Und er findet auch Narnia völlig unstrukturiert. Ich meine, wer den Herr der Ringe gelesen hat, der weiß, das ist eine stringente Linie durch das ganze Buch. Und Narnia ist mehr so assoziativ, fand Tolkien überhaupt nicht cool. Aber trotzdem kann er am Ende seines Lebens solche Worte über Lewis schreiben. Lewis und seine Freunde haben sich über lange Zeit wöchentlich getroffen und über Gott und die Welt geredet. Das hatte fast ein bisschen was von einer Kleingruppe oder einem Hauskreis. Übrigens besonders während des Zweiten Weltkriegs. Das war die Zeit intensivsten Austauschs. Insofern kann ich sehr dazu ermutigen, Teil einer Kleingruppe zu sein oder zu werden. Oder vielleicht zu zweit eine Tandem zu bilden. Mich persönlich ermutigt es immer zu wissen, dass ich nicht alleine unterwegs bin auf dieser Entdeckungsreise. Sondern dass auch andere Menschen auf der Entdeckungsreise ins Unbekannte sind. Und dass wir bald wieder einen vereinbarten Treffpunkt zum Bitten, Suchen und Anklopfen haben. Lasst uns gemeinsam neugierig sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.